Würdest du sagen, dass du reich bist? Boah. Boah. Ja? Ja. Wie heißt sie auf OnlyFans? Hat sie nicht. Meine Schwester darf keine OnlyFans haben. Haram. Ganz genau. Ja. Kommt, also Also. Real Talk jetzt oder Ja. soll ich Scheiße Nee, labern? wirklich jetzt. Würdest du Real sagen, dass du Talk. reich bist? Für mich ist reich sein, wenn man die Freiheit hat, seinen Tag so zu gestalten, wie man möchte. Und dann, ja, ich habe genügend Geld, meinen Tag so zu gestalten, wie ich möchte. Und das ist für Dann bin mich ich dann nicht reich, Reichtum. weil ich die ganze Zeit irgendeine stumme Scheiße arbeiten muss. Ich muss auch arbeiten, aber du machst es ja gern und du kannst es dir trotzdem so, wie Nein, du möchtest, ich mache nächsten einteilen. Monat 2 Monate Ach, halt dein Pause. Ich Maul. will mich einfach Halt dein umbringen. Maul. Perfekt. Ich würde gern, ich wäre auch gern rich, aber das ist mir zu viel Eck. Dafür bin ich schon viel zu spät. Hä? Man kann nicht mehr. Also das müsst ihr euch merken. Alles nach, wie alt seid ihr alle, Chat? Er sieht halt aus wie 21. Alles über 10, man kann nicht mehr reich werden. 14, alle zu alt. Bist du reich? Wahrscheinlich. Ja, Nello ist krankreich, Wer ist Mann. das? Jana. Young Nello. Jana Xnell. Die wohnt hier in Köln, ist eine Freundin. Die ist reich. Nein. 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 Wahrscheinlich. Ja. Oh, der Bro ist reich. Und er ist überzeugt. Der ist sehr überzeugt von sich. Holy shit. Ich muss Dave fragen, wo der wohnt, dann rauben wir den aus. Grit. Ja. Ja. Nein. Warum ist die reich? Was hat die gemacht? Sieht die Vielleicht reich? hat sie reiche Die ist Eltern. von 2002. Vor allem die ist von 2002. Hey, kann ich meinen Keks haben, bitte? Nein, wir machen jetzt keinen Ich will Mukbang. jetzt einen Ke ich will jetzt einen Keks. Alles klar. Kannst du mit einem Kind zum Spielplatz? Also kannst du es nicht. Was? Was? Ih, hier schwitzt irgendwas in der Tüte. Hey, ja, die Sandwiches. Ach so, okay. Ich will auch einen Keks. Nein. Nein. Willst Ja. du so ein oder Macadamia? Weil Auf jeden Fall Macadamia so ist da ein. besser. Beste. Nimm dir den Scheiß Macadamia. Was willst du? Ich will auf jeden Fall Warte, den, warte. den Nee, nee, Schoko. nee, nee, nee. So, und den Perfekt. Rest kannst du einfach rausnehmen. Super, danke dir. Hier. Ja. Nein. Ist so. Ja, wahrscheinlich schon für mein Alter. Beschäftigst du Warte. dich? Wer war das? Das war Dave, ein guter Freund von mir, dem gehört der Kanal. Das Ding ist, du laberst so viel Scheiße, dass ich nie weiß, wann du halt Scheiße laberst und wann Jemand hat in den nicht. Chat geschrieben, morgen macht Vanity wieder auf. Nein, wirklich, das ist Dave, das ist ein Kollege von mir. Dem gehört der Kanal jetzt tatsächlich. Also, dem Studio-Kanal. Ach so. Ja. Genau. Echt jetzt? Ja. Beschäftigst du dich privat mit Aktien oder Krypto? Du? Ja, du? Auch. Okay. Beides. Ehrlich jetzt? Sollen wir gleich mal Portfolio abgleichen? Okay. Ich zeig dir aber nicht alle, sondern nur zwei Wallets, okay? Ich hab nur. Okay, komm, wir machen jetzt. Kurzer Kryptoflex, Achtung, okay. Also, ich zeig dir einen Account. Ich habe auch Aber verschiedene Börsen und noch ich einen. auch. Okay. Also ich habe, ich sag dir jetzt nur mal Binance, Aha. aber ich habe noch mehr Bitcoins, aber woanders. Okay. Binance zeige ich dir zum Beispiel gar nicht. Da, das ist jetzt nur Binance. Das ist ganz gut. Okay, das hier ist mein Day-to-Day, also wo ich gerade so trade mit so kleineren Tokens. Ja. Das ist So das. upcoming, so ein bisschen mehr zocken. Genau. Das hier ist komplett zocken. Das ist, kennst du bestimmt auch. Das ist eine Währung, die ist ganz neu. Und davon habe ich Hast du richtig dir früh. Dodge gekauft? Ja, habe ich auch noch auf dem anderen Account. Wie viel hast Davon du? habe ich. Wie viel hast du? Weiß ich nicht. Weiß ich Hat er wirklich jetzt eigentlich nicht. schon was gesagt, dass du das zu seiner Krypto-Dings macht oder nicht? Noch nicht, nein. Nee, ne? Der verarscht wieder nur alle. Natürlich, der spielt halt immer im Kurs. Ja, wie Das immer. hier ist alles Op. so. Ja, rumgetrade. Bisschen Ethereum halt noch hier drauf und dann Stablecoins so zum Traden für diese ganzen ICOs. Machst du selber oder lässt du jemanden für dich machen? Mache ich alles selber und dann habe ich halt noch einen ganz großen, einen etwas größeren Binance-Account und dann noch zwei Wallets halt auf einem. Warte. Quasi Ledger. Was war das gerade für ein Flex? Ich hab's gar nicht gecheckt. Ne, Ledger-Stick halt, wo die ganzen Ach Dinger so. halt draufliegen. So, genau. Aktien? Und sonst habe ich Aktien. Kann ich dir keine genauen Werte nennen, weil ich habe das nicht in Ich ich habe am habe ich meisten hab's hier nicht in der. drin und es ist Ja. einfach im Januar, hätte ich verkaufen Auch sollen. MSCI World ist immer smart. Ja, Ist also das sind so einfach easy. lang Ist halt wirklich. angelegt. Ist Also einfach weißt dumm. du? Ist halt einfach dumm, das nicht zu machen. No Ja, joke. genau.
Das ist einfach, wie wenn du Geld auf der Bank hast und Zinsen dafür bekommst. Und das ist halt ein bisschen mehr risky. Natürlich habe ich das meiste Geld da drin, ist sowieso ganz klar. Mhm. Ja, aber ich habe mein Geld gut verteilt. Okay. Warte ganz kurz. Und ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Aber, warum? Ja, weißt du doch, wenn man anfängt mit Aktien, Krypto, dann Hebelwirkung, dann Merchant Area. Wie heißt es? Merchant Area? Okay, das sind ein paar Einzelaktien, die ich hier noch habe. Das ist alles aber über eine Bank. Das mache ich gar nicht mehr, ne? Einzelaktien. Warum machst du das über eine Bank? Das kostet dich viel mehr, wenn du es über eine Bank machst. Nicht in dem Fall, nö. Nein? Und das ist alles hier, das ist alles Fonds. Ja, also, ich bin übel der Fan von Fonds. Ja, Fonds sind mega nice. Einfach viel besser als so einzelne Aktien. Okay, gut. Okay, reicht. Perfekt, reden wir nicht drüber. Mhm. Also wir beschäftigen uns damit. Das ja. Ist ja, super. Ja, momentan sehr viel seit der Corona-Krise. Ich bin gelernter Bankkaufmann, aber ich habe selbst keine Aktien, kein Krypto. Und es ist irgendwie, ich bin ein Freund von Immobilien. Nein, überhaupt nicht. Eher weniger, aber ich finde es sehr interessant. No. Warum stehen jetzt die Instagram-Namen da und vorher nicht? Damit man nicht zuordnen kann, wer reich ist und wer damit. Ja, das ist einfach nur geil. Ja, ich beschäftige mich damit, aber würde mich in der Zukunft gerne noch mehr und intensiver damit beschäftigen. Nein. Aktien ja, Krypto beschäftigen ja, aber bin ich nicht investiert? Nein. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Voll krass, wie Krypto die Leute das machen. Halte ich ehrlich gesagt nicht viel von, aber mit. Der ist Finanzanlagefachmann, hält nicht viel von Krypto. Alright, Bro, dann sehen wir uns in 20 Jahren nochmal, in 5 Jahren wieder, wenn dein Job nicht mehr existent ist. Schon, weil ich mache die Ausbildung zum Finanzanlagefachmann und da ist ja ein großer. Digga, wie kann man das lernen und dann keine, also. Anteil halt na, gut, auch ja immer Aktienfonds und Investmentfonds. Hä, hey, warte mal, er sagt, ein großer Teil von seiner Ausbildung ist Aktienfonds, Investmentfonds. Mhm. Und deswegen investiert er nicht? Genau. I don't get it. Keine Ahnung. Flüchtig. Absolut null. Ich weiß, dass gerade so ein Hype da ist und ich weiß auch, dass viele Leute da gerade reingehen und machen und tun, aber das mich selbst berührt da gar nichts. Null. Nein. Gar nicht. Ich hab dir gesagt, du sollst vorher nicht koksen. Entschuldigung. War meine Stimme gerade? What the fuck? Ja. Also ich möchte auf jeden Fall mehr ins Aktienbusiness einsteigen. Ich würde mich gerne damit beschäftigen, aber... Diana ist vom Beruf Macherin. Alright, Diana. Einfach mieser Flex. Ja, mit Krypto. Ja, also ich habe in ETFs investiert. Yes. Krypto bin ich noch nicht so drin. Ich habe es ihr 10-mal erklärt, sie will es nicht wissen. Würde ich mich gerne mit befassen in nächster Zeit. Liebe ich. Ein bisschen mit. Ich liebe die Leute, die ständig fragen. Würde ich gerne. Hey, ich würde es gerne machen, kannst du mir das erklären? Du erklärst es und dann sagen die, nein, doch nicht. Revi, deine Ex, Antonia ist nicht meine Ex-Freundin, wir sind immer noch zusammen. Mit Einzelaktien, ja, aber hauptsächlich ETFs. Ne, überhaupt nicht, voll nicht mein Ding, lass mich in Ruhe. So. Okay. Habe ich eine Zeit lang und vor einer Woche habe ich mein gesamtes Aktienportfolio aufgelöst und ich habe keinen Cent mehr privat in Aktien oder Krypto investiert. Krypto ist nicht so meine Welt. Macht ja Sinn gerade jetzt, dass du dich aufgelöst hast. Genau, jetzt wo alles abstürzt. Nee, genau absolut. Das nicht, ja. Ich weiß, worum es geht, ich kenne mich ein bisschen aus, aber... Riefe nach dem, wo du sie lesbisch, nice Job, ey, Chat, gern geschehen. Na eher Laie und auch kein Investor. Aktien schon eher, ich bin seit circa einem Jahr jetzt. Da in dem ganz kurz, hast du dir Rich Dad Poor Dad angehört? Nee, was ist das? Ein Podcast? Das ist eigentlich ein Buch. Mhm. Und normal kann ich jedem empfehlen, gibt es auf Spotify kostenlos. Also zum Beispiel, wenn du Cardio machst oder im Gym bist, irgendwie, keine Ahnung, spazieren gehst, Auto fährst, whatever, kurz mal Zeit hast, hör dir das an. Mhm. Und normal geil. Ändert dein komplettes Mindset, was so Geld und sowas angeht und Anlagen, Investments etc. Weil es einem scheißegal ist. Wirklich geil, ja. Mach das. Thema drin okay. Und investiere perfekt. Auch. Also ich beschäftige mich tatsächlich mit den Themen, ja, aber ich habe jetzt noch nichts irgendwie investiert oder gekauft, sondern weil ich bin da eher so der konservative, langweilige Typ, der in so Sachen, also nicht, dass es jetzt viel sicherer wäre, aber so Immobilien investiert. Ich habe mir jetzt eine Wohnung gekauft, das war meine Form der Investition und die sich für mich sicherer angefühlt hat in dem Moment, weil ja gerade bei Krypto und Aktien immer sehr viele Schwankungen drin sind. Nein, gar nicht. Nee. Yeah. Ich persönlich halte von Aktien nicht besonders viel. Ich habe sowieso schon. Weißt du, was mich richtig provoziert? Was? Menschen, die, weiß ich jetzt nicht, ob das bei der Person hier der Fall ist, aber Menschen, die sich nicht mit dieser Materie auseinandergesetzt haben und sagen, davon halte ich nicht viel. Ja. Da denke ich mir halt einfach nur, okay,
Vielleicht hältst du einfach dein Maul. Jemand fragt, einer sagt im Chat, Alter, wenn Jennifer redet, verstehe ich gar nichts. Ein anderer fragt, ist das eine Trans? Oha, okay. Mashallah. Perfekt. Aber fühle ich tatsächlich. Fühle ich, was du meinst, weil die Leute können ja eigentlich gar nichts dazu beitragen. Weißt du, was ich meine? Ja, eben. So, ja. Du kannst dir erst ein Bild machen, wenn du weißt, von was du redest. Ja. Ja. Schon eine zu hohe Anteilnahme am Kapitalismus und muss mich jetzt nicht noch an irgendwelchen Unternehmen beteiligen. Also da halte ich Abstand von und würde mein Geld dann doch lieber in andere Sachen investieren. Deswegen nichts für mich auf jeden Fall. Hä, glaubst du, Krypto wird die Banken, wie wir sie heute kennen, ablösen? Ich glaube nicht, dass Krypto das Bankensystem komplett ersetzen wird. Sie kann die Währung ersetzen. Sie ist eine mobile, eine... Ja, und warum investiert? Guck mal, das widerspricht sich doch voll. Der Bro lernt das, arbeitet gerade an der Bank und will dann nichts damit zu tun haben. Hä? Internetgebundene Währung ist natürlich die Zukunft. Ich bewerbe mich als Stiefbruder, abgelehnt. Zukunft, ja. Warum versteht man mich denn nicht? Wegen dem Rollen der Nähe, was ist denn das für ein Bullshit? Mach mich da auch mal darüber lustig. Lösch dich. Aber eine Bank ist halt hauptsächlich für die Bankberatung da und da werden, glaube ich, nicht die Banken Rewe, du bist gemütlich, ich sehe komplett nicht ersetzt werden durch Dogecoin, durch Krypto. Durch Bitcoin oder so, deswegen glaube ich, dass Hacker mich trotzdem. Der ist richtig drin im Game. Ich glaube, komplett ersetzen werden wir auf jeden Fall nicht mehr. Also das Fiskalsystem, das Finanzsystem und der Kapitalmarkt, so wie wir ihn kennen, wird auf jeden Fall von Krypto nachträglich beeinflusst und irgendwann wahrscheinlich sogar dominiert werden. Der Typ ist ein Steuerberater, alles klar, viel Spaß im Knast, Bro. Erleben. Auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. Nein. Nein. Ja. Wenn, der Aktienkurs einbricht oder was auch immer, dann wird immer zur Kryptowährung zurückgegriffen, weil diese Kryptowährung, wenn der Aktienkurs einbricht, Nick, theoretisch nicht so zerfallen kann wie andere Währungen, die wir jetzt haben, also inflationsmäßig gesehen. Und das ist natürlich schon ein sehr großer Vorteil, den man mit der Kryptowährung hat. Es shiftet schon immer zwischen den Märkten. Also es gibt meistens einen Run auf Krypto oder auf Aktien. Wobei gerade auch wieder beide Märkte sehr... Nee, aber er sagt ja, oder ich habe es falsch verstanden, er sagt ja, unsere Währung, unsere normale Währung, sowas wie Euro, Dollar, sind nicht so stabil wie Krypto und es gibt Fonds und Aktien. Es gibt ja Stablecoins und sowas halt, wo du rein investieren kannst in Krypto. Und es gibt ja auch Währungen, die ziemlich wenig volatil sind. Also das gibt's ja auch. Ja, aber trotzdem sind die ja nicht stabiler als jetzt ein Euro oder ein Dollar. Nee, das ist doch ein Stablecoin tatsächlich schon. Ein USDT hält seit zweieinhalb Jahren konstant den Wert von einem Dollar. Konstant. Ja? Ja. Aber das ist natürlich schwachsinnig, weil dafür. Du musst es ja umwandeln, du kannst ja nichts damit bezahlen. Am Schwanken, ja. Ja. Neues auf uns zukommt. Auf die Inflation gesehen, ja. Ich glaube aber irgendwie nein. Weil man jetzt schon merkt, dass es in ein paar Ländern so ein bisschen verboten wird und eingeschränkt wird. Und ich glaube auf Dauer nein. Also komplett ablösen, denke ich nicht, weil das gesamte Geldding schon zu lange existiert. Ja. Ich glaube aber eher, dass das Geldsystem mit dem mit der Kryptowährung im Einklang gerät. Man sieht das eventuell schon bei PayPal mit Bitcoins, dass du halt nicht nur auf irgendwelchen anderen Webseiten mit Bitcoins bezahlen kannst. Ihr beide seid echt dumm. Mit null Info anfangen zu streamen. Ach so. Ja, okay, Bro, dann tut's also. No joke, es tut mir wirklich leid, Haku. Es tut mir wirklich leid, dass wir beide dumm sind und jetzt. Was sollen wir denn machen? Also, worüber sollen wir uns denn informieren? Ja. Wir können es ja gerne mal hinsetzen und unsere Portfolios und unsere Anlagen vergleichen und dann können wir ja schauen, wo. Vielleicht auch irgendwann die Artikel bei Amazon über Bitcoins. Kann ich mir vorstellen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, um keines der kommenden Videos zu verpassen. Wie können wir uns hier eigentlich so komplett dumm hinsetzen und anfangen zu streamen? Das geht ja gar nicht, oder? Nee, klar. Passt. Das holt mich komplett ab. Super.